Dann kommen wir nochmal zu dir. Du hast ja als Botschafter das Bandera-Grab besucht. Hast du gesagt, du verehrst ihn. Fangen wir damit an. Seit wann verehrst du Stepan Bandera? Warum? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn verehre. Doch, mehrfach. Ich habe das Grab besucht, weil Stepan Bandera jemand ist, und zwar nicht nur also für mich persönlich, aber für viele, viele Ukrainer, als Inbegriff des Freiheitskämpfers, also für die Unabhängigkeit der Ukraine. Und das war für viele Generationen das Hauptziel, nämlich eine unabhängige Ukraine herbeizuführen. Und er war einer von denjenigen, die diesen Kampf auch im letzten Jahrhundert geprägt haben. Spielt das keine Rolle, was er alles getan hat? Es spielt schon eine Rolle. Ja, es spielt schon eine Rolle, aber für mich war er als Person jemand, der versucht hat, einen unabhängigen ukrainischen Staat zu erreichen. Er hat ja agiert in einer schwierigen Umgebung, also er musste das erreichen in diesem Kampf vom Nazi-Deutschland und der Sowjetunion, also zwei totalitären Systemen, oder auch Polen, also und da ist es so, dass natürlich ein Freiheitskämpfer, da gibt es keine Gesetze, also für diejenigen, die für die Freiheit kämpfen. Also ich meine, Robin Hood wird ja von allen verehrt, aber auch er hat ja nicht quasi laut dem Recht gehandelt, das damals gültig war. Stimmt. Und deswegen, ich kann verstehen, dass das für Sie schwer, also nachzuvollziehen ist, also wieso Menschen wie Bandera. Darum frage ich jetzt danach, darum will ich ja drüber reden. Ja, und ich bin dankbar. Also ich bin jemand, der für Offenheit ist, denn was mich schmerzt, ist, dass wenn das Wort also Bandera fällt, und zwar nicht nur in Russland. In Russland ist es quasi... Wir brauchen jetzt nicht über russische Propaganda. Aber auch hier, in Deutschland. Also ich möchte auch über Deutschland reden, ganz bestimmt. Reden wir gleich. Ja. Ich mein, in Deutschland, das Wort Bandera, dann heißt das sofort, so schlimm, also wie Hitler. Also Bandera ist fast so oder Nazi-Kollaborateur und so weiter. Da gibt es sofort quasi eine Reihe von Synonymen, die verwendet wird. Wir können ja nur bei den Fakten bleiben. Ja, klar. Er war natürlich der ultimative antisowjetische Held. Ja. Weil er sich natürlich gegen die sowjetischen Besatzer durchgesetzt hat. Aber auch gegen die Deutschen gekämpft? Pass auf. Ich fange mal an. Ja. Er war mit Mussolini und Hitler-Deutschland eng verbunden in den 20er, 30er Jahren. Er wollte einen transnationalen Faschismus. Er wollte einen eigenen ukrainischen Faschismus errichten. Er war Teil der OUN, haben wir vorhin schon gesagt. Gehörte da zum Führungssirkel, hat sich irgendwann abgespalten. Gab den UNB, also Bandera. Die waren radikal nationalistisch, also was wir heute als rechtsextrem bezeichnen würden, und explizit antisemitisch. Die Hauptfeinde von ihm waren Juden, Polen und Russen. Er hat ja auch das Attentat auf den polnischen Innenminister damals mitgemacht, wurde dafür auch verurteilt. Er hat, als die Wehrmacht in Lemberg, also in deiner Heimatstadt, einmarschiert ist, hat er sie mit seinen Truppen begrüßt. Er hat zusammen mit denen Pogrome auf Juden veranstaltet. Insgesamt haben ja Nazis und die Bandera-Leute 800.000 Juden in der Ukraine umgebracht. Er hat, seine Leute haben das Massaker an Polen in der Westukraine mitgemacht, 43, 44, 100.000 polnische Zivilisten getötet. Ja, das ist die eine Seite dessen und das meiste sind Fakten, richtig? Nein, lassen wir die Reihe nach. Also ja. Mussolini, du hast gesagt, er hat mit Mussolini war er oder mit er Kontakt mit zu Mussolini Italien und Hitler Deutschland gehabt. Er war der transnationale Faschismus. Nein, das stimmt nicht. Also ich habe keinen. Er gilt unter Historikern als Nein, also kannst du mir das Zitat nennen? Also du hast gesagt, dass er für den Faschismus war. Also wo Bandera gesagt hat, dass
dass er für den Faschismus ist. Also ich kann das mir nicht vorstellen, dass er das gesagt hat. Es gibt ja internationale Historiker, nicht nur Deutsche, die Glasker sagen, dass Bandera als Faschist zu bezeichnen ist. Also sie bezeichnen ihn als Faschisten. Aber solche Aussagen, die du gemacht hast, also die kenne ich nicht. Ja, und deswegen, ja, er hat sich natürlich nicht selbst als Faschist bezeichnet. Ja, aber darum geht es. Ich meine, er hat gesagt für den Faschismus, aber er hat ja nie, er konnte diesen Begriff gar nicht benutzen. Und deswegen vieles, was... Aber was UN und so weiter gemacht haben, die haben ja auch Beschlüsse gehabt, wo er dann der Chef war, da konntest du nicht unterscheiden, wenn du das durchliest. Ist das jetzt hier Nazi-Programm aus der NSDAP oder ist das Bandera? Ich meine, wir können es aber vorlesen. Da gab es ja noch vor dem Einmarsch der Deutschen, haben die einen Beschluss auf ihrem Kongress befasst. Ich zitiere, die Juden sind die am meisten ergebene Stütze des bolschewitischen Regimes und die Avantgarde des Moskauer Imperialismus in der Ukraine. UN kämpft gegen die Juden, weil sie die Stütze des Moskauer bolschewitischen Regimes sind. Gleichzeitig wird den Volksmassen erklärt, dass Moskau der Hauptfeind ist. Und dann im Mai heißt es in einer Instruktion zum Kampf und die Tätigkeit der UN während des Krieges, Zitat, dass Juden im Gegensatz zu Polen und Russen auch in der Phase nach dem Krieg nicht assimilationsfähig sind, sie also vernichtet oder zwangsumgesiedelt werden müssten. Was ist das? Kannst du das präzisieren? Das ist von dem UN-Kongress im April 1941, also einen Monat vor dem Einmarsch der Deutschen, wo er der Chef war. Das ist sein Beschluss. Und woher hast du das? Weil das kenne ich zum ersten Mal. Ja? Das ist von der jüdischen Gemeinde Berlin. Ah, okay. Also ich möchte Folgendes sagen. Also Bandera wollte natürlich Nazi-Deutschland ausnutzen, also für diesen Kampf, also für einen ukrainischen Staat. Er hat sich Hoffnungen gemacht, dass wenn... Also kollaboriert. Also was heißt kollaboriert? Also ich meine, Kollaboranten gab es ganz in Europa, in Frankreich, in Belgien, also ja, klar, in jedem Staat gab es. Er hat mitgearbeitet. Er wollte... Und hat. Also lass mich meinen Gedanken zu Ende ausführen. Er wollte ausnutzen, also diesen Kampf zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion, dafür nutzen, damit der ukrainische Staat entsteht. Ja? Ja. Das ist quasi, das war ja der Grundgedanke. Also diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, und zwar eine Woche nachdem Hitler einmarschiert ist in die Sowjetunion. Das geschah am 22. Juni 1941. In einer Woche wollte er in Lemberg einen unabhängigen Staat verkünden. Das war, glaube ich, am 30. Juni, wo er dann diesen Staat verkündet hat. Und was haben die Deutschen gemacht? Das ging denen ein bisschen zu weit. Nein, also ich die Deutschen haben du hast eigentlich zitiert. Ich möchte dir erklären, wieso ich falsch finde. Also Bandera automatisch zu einem Antisemiten, Kollaborationisten und allem, also den Inbegriff des Bösen zu machen. Also er wurde verhaftet von den Deutschen. Gleich nach diesem Entscheid. Das heißt, Weil er nicht die deutsche Herrschaft über Ukraine wollte, sondern eine eigene ukrainische Unabhängigkeit ausgerufen hat. Und dann haben die Deutschen ihn ins KZ Sachsenhausen gesteckt. Ja, ja. Und aber er den ganzen Krieg verbracht hat. Nein, und deswegen, nein. Er war ja im KZ ein Sonderhäftling, ein Ehrenhäftling. Aber das spielt keine Rolle. Warst du in Sachsenhausen? Ja. Ich war dort. Ich habe auch das alles selbst erlernt und erfahren. Ich habe diese Gedenkstätte besucht, um wirklich nachzugehen, also wie das war. Also Es gibt Günter Morsch, der ist der Leiter der Gedenkstätte in Sachsenhausen. Ja. Der hat gesagt, Zitat, der Zellenbau ist ein Sonderbereich im Konzentrationslager gewesen. Man riss Wände zwischen Zellen nieder und richtete mit Möbel ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer ein. Man hängte an die Wände sogar Bilder und auf dem Boden war ein Teppich. Das änderte zwar nichts an der Situation, dass man gefangen war, aber für Ehrenhäftlinge wurden Sonderbedingungen hergestellt. Und er war auch einer der ganz, ganz wenigen KZ-Häftlinge in der NS-Zeit, der entlassen wurde, nämlich 1944. Und wissen Sie warum? Ja, weil die Sowjets kamen. Ja, weil die Deutschen... Und die Wehrmacht haben sich dann wieder verbunden. Ja, weil die Deutschen wollten ihn ausnutzen, also für ihren Krieg. Ja, Brüder im Geiste. Nein, also was heißt Brüder im Geiste? Du sagst doch, du widersprichst doch auch nicht, dass er Antisemit war. Du erkennst doch auch an, dass er... Ich erkenne keine Äußerung von ihm persönlich. Dass er mit seinen Leuten an der Ermordung von 800.000 Juden beteiligt war. Das erkennst du ja auch an. Nein. Er war nicht beteiligt. Also wäre Bandera beteiligt gewesen an irgendwelchem Massaker,
der, das ihm vorgeworfen wurde. Das ist doch dann wäre in Nürnberg beim Kriegsgericht Tribunal wäre er auch verurteilt gewesen, aber er wurde nicht verurteilt. Er hat in Deutschland ja bis noch 15 Jahre nach dem Krieg leben können, und deswegen das ist der Unterschied, weil ich meine, wenn er Verbrechen verübt hätte, er alleine, oder wenn es Beweise gehabt hätte, dass Israel er... Israel wollte ihn als Kriegsverbrecher anklagen, Polen, Russland, haben sie alle nicht bekommen. Also wenn Stalin Beweise gehabt hätte in Nürnberg, dann würde oder hätte er längst mit allen anderen Kriegsverbrechen verurteilt gewesen, aber das war nicht der Fall, weil es gibt keinen Befehl, es gibt keine Beweise, dass... Das waren aber seine Truppen. Seine Truppen haben... Ist doch zweifellos. Du sagst zweifellos, aber es gibt keine Beweise. Also er wurde nicht verurteilt. Es gibt keine Beweise, dass er selbst einen Juden umgebracht hat, das stimmt, aber seine Leute... Er hat befehligt, 100.000 Zivilisten. Er hat keinen Befehl gegeben. Er hat keinen Befehl gegeben, Juden zu vernichten. Und deswegen, dazu stehe ich, und deswegen... Ich habe dir doch gerade vorgelesen, was sein Programm war. Die Juden waren die größten Feinde von ihm, selbst noch vor Russen und Polen und Deutschen. Das bezweifelst du? Ich bezweifle, dass er Befehle gegeben, Juden zu töten. Das bezweifle ich. Es gibt viele Historiker, auch in Deutschland, wie Rosolinski, die das erforscht haben. Die Bandera-Truppen haben nicht auf Kommando von Bandera die Juden mit den Nazis getötet? Es gibt krass. Keine Beweise, dass Bandera Befehle gegeben hat, Juden zu töten. Aber das sehen doch alle in ganz Europa. Du willst das in Europa. Europa sieht das ganz anders. Es gibt keine Beweise. Es gibt keine Beweise, und deswegen werde ich mich nicht davon distanzieren. Und die Beweise, dass 43, 44, 100.000 polnische Zivilisten von den Bandera-Truppen getötet wurden in Ostgalizien und Wolinien? Ja, lassen wir darüber reden. Ja, lassen wir darüber reden. Ja. Also es gab der Westen, die Westukraine war Teil Polens nach dem Ersten Weltkrieg. Also die westliche Ukraine war Teil Polens. Und du hast erwähnt diesen Attentat auf den polnischen Minister, wofür Bandera auch quasi dann beschuldigt wurde. Der Grund für diese Feindlichkeit zwischen Polen und der Ukraine war der, dass die Ukrainer, sie waren die größte Gruppe, Minderheit im polnischen Staat, die größte. Mhm. Ein Viertel der Bevölkerung Polens nach dem Ersten Weltkrieg waren Ukrainer. Mhm. Und sie wurden unterdrückt auf eine Weise, die sich kaum vorstellen kann. Und das war der Grund, dass die Ukrainer sich gegen Polen, Polen waren auch, damals war Polen für uns die gleichen Feinde wie Nazi-Deutschland und die Sowjets. Klar, aber entschuldigt keine Ermordung von Zivilisten. Es gab mehrere Massaker an Polen in der Westukraine durchgeführt von den Bandera-Truppen. Ja, und es gab auch auf gleiche Weise die gleichen Massaker der Polen gegenüber der Ukraine. Auch Zehntausende Ukrainer. Macht ja nichts besser. Zehntausende Ukrainer wurden, das war ein Krieg. Und deswegen, das wollen jetzt die Polen, diese Geschichte, politisieren. Wir sind dagegen. Aber hat Israel Unrecht? Israel, der Staat Israel, ja, dass 800.000 Juden auch von Banderas Truppen Israel, denken die sich das aus? Ich weiß nicht, was sie sich ausdenken, aber wir reden über Bandera. Ja? Die ganze Welt erkennt an, dass Bandera an der Ermordung von Hunderttausenden Juden beteiligt ist. Nein, das stimmt nicht. Außer die Ukraine. Es gibt keine Belege, dass Bandera-Truppen Hunderttausende Juden ermordet haben. Es gibt keine Belege. Das ist diese Narrative, dass die Russen bis heute durchsetzen und das in Deutschland und in Polen und in Israel Unterstützung denken findet. Denken sich die jüdischen Gemeinden das alle aus? Ich weiß nicht, woher sie diese Daten nehmen, aber ich bin bereit, auch mit den jüdischen Gemeinden darüber sachlich zu reden, wenn sie wirklich nicht nur das wiederholen, was wir seit Jahrzehnten hören. Bandera ist... Es gab Flugblätter, als die Deutschen reingekommen sind nach Lviv. Da hieß es, Volk, das musst du wissen. Moskowiten, Polen, Ungarn und Juden, sie sind deine Feinde. Vernichte sie, das musst du wissen. Deine Führung, dein Führer Stepan Bandera. Was für Flugblätter? Das. Als die Deutschen gerade einmarschiert sind, da haben sie quasi an die Bevölkerung das verteilt, die ja noch unter anderer Herrschaft dann da waren. Die haben sich ja mit den Deutschen verbrüdert. Das ist doch ganz klar. Also... Und ich frage mich halt, ich meine, ich verstehe... Also ich,
werde André. Dir heute nicht sagen, dass ich mich davon distanziere. Und das war's. Ja. Das ist ja deine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung, und das kannst du nicht verstehen, aber weil... Ich verstehe nicht, wie man jemanden als Helden bezeichnen kann, der gleichzeitig Massenmörder von Juden und Polen war. Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen. Er war kein Massenmörder. Das sage ich. Und das kann ich auch wieder bestätigen. Also er war kein Massenmörder. Hoffst du denn, dass Zelensky ihn jetzt wieder als Held der Ukraine einsetzt? Das spielt keine Rolle. Weil das war ja mal ein Titel vom Präsidenten. Das spielt keine Rolle. Ja, das wäre komisch, wenn Zelensky Juschenko hat es gemacht. Das spielt keine Rolle, wie er erklärt wird. Also er ist eine wichtige Persönlichkeit, geschichtlich betrachtet, für die Ukraine. Und er wird auch solche bleiben. Aber auch nur für einen Teil der Ukraine. In der Ostukraine gilt er auch als Kriegsverbrecher. Stalin hatte eine große Wahl von Menschen, die er auswählen konnte, um ein Feindbild der Ukraine zu haben. Er hat sich Bandera ausgesucht und all diese Forschungen, die auch in Deutschland seit dem Kriegsende betrieben wurden, was Bandera betrifft. Sie waren polnische Forschung, israelische auch, Forschung. Ja, auch zum Teil. Die irren sich alle. Ich weiß nicht. Die verbreiten Propaganda über. Ich weiß nicht, ob sie sich irren, aber ich kann dir nur sagen, dass es war, also auch für die deutsche Historiographie, es war günstig, da mitzuspielen. Also diesem, auch weil Deutschland den Krieg verloren hat, weil man quasi den inneren Frieden machen wollte mit der Sowjetunion damals. Und man hat einfach da entweder geschwiegen oder auch mitgemacht. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Damit aus Bandera ein Feindbild schlechthin gemacht wurde. Und so ist es. Auch heute, es gibt einige Wissenschaftler, die versuchen, die Person Bandera zu erforschen. Hier, es gab sogar ein Theaterstück hier im Gorki-Theater. Hast du es besucht? Nein. Über Bandera? Nein. Ja, du kannst es machen. Also meine These ist, ich wehre mich dagegen, dass alle, du hast ja so viele Verbrechen dann aufgezählt, dass man alles ja, auf... Und zwar nur die Zweifellosen. Ja, aber es gibt noch viel mehr. Dass man alles Bandera zuschiebt, also in die Schuhe. Ich bin dagegen, weil das stimmt aber einfach war nicht. War er nicht Führer dieser Partisanen? Er war im Gefängnis. Du hast erwähnt, aber nicht die ganze Zeit. Er war, also wie kann er, wurde verhaftet im Jahre 41 und entlassen 44. Und all diese Verbrechen in der Ukraine, auch gegenüber Juden und charismatischer Führer seiner Truppen, haben sich Bandera-Truppen genannt. Und bevor er verhaftet wurde, aus dem Gefängnis Befehle geben? Kannst du mir erklären? Das geht nicht. Das geht heutzutage noch. Ich weiß nicht. Also ich bin nicht im Gefängnis gewesen, Gott sei Dank. Aber ich kann mich nicht verstehen, dass jemand, der im Gefängnis saß, von den Nazis verhaftet, und dann ihm als und dann wird ja und dann egal dann wird er schuldig gemacht für alles was man ihm nur zu schreiben möchte. Also du erkennst an, dass deren Ideologie die Hauptfeindschaft Juden, Polen und Russen hatten. Das ist doch schwarz auf weiß. Die Ideologie der Menschen, die für die Freiheit im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, war, dass sie eine unabhängige Ukraine errichten wollten. Ethnische Säuberung, nämlich frei von, also eine unabhängige Ukraine, frei von Juden, Polen und Russen. Das war Banderas Traum. Und den verehrst du? Ich verehre nicht jemanden, der Antisemit ist. Aber Bandera ist eine Persönlichkeit, deren man nicht alle Verbrechen der Welt jetzt zuschreiben will, weil... Es ist einfach zu bequem für viele, auch hier in Deutschland. Auch viele Historiker in Deutschland. Er war Teil des Holocaust, darum geht's. Er war nicht Teil von Holocaust. Bandera war kein Teil von Holocaust. Das ist die Sichtweise, die manche teilen. Also wir sind nicht dieser Meinung. Punkt. Es sind 1,5 Millionen Ukrainer. Du bist nicht der Meinung. Ist das auch die Haltung von Zelensky? Bist du da sicher? Als jüdischer Präsident? Ich. Dass der genauso sieht wie Bandera? Also du fragst mich und ich sage dir, also was ich dazu meine. Hast du mit jemandem darüber gesprochen? Mit wem? Mit Zelensky. Nein, also mit Zelensky spreche ich nicht über solche Themen. André, ich bedanke mich trotzdem. Ja, danke. Meine Zeit ist vorbei. Ja. Ich hoffe, du kommst irgendwann nochmal wieder.